Hallo zusammen, willkommen zurück. Hier ist Ann-Sophie und heute zeige ich euch einmal, wie ihr eine Bildschirmaufnahme bei eurem Xiaomi Redmi Note 12 Pro machen könnt. Erst einmal danke an die Firma MySub, die uns das Gerät hier zur Verfügung stellt. Um jetzt eine Bildschirmaufnahme zu starten, gehen wir einmal zu unserem Menü hier und klicken auf Bildschirmaufnahme. Dann kommt hier so ein kleines Menü, tippen, um Aufnahme zu starten. Hier haben wir einen Ordner. Und hier haben wir die Bildschirmaufnahme, ein paar Einstellungen dazu. Wir können hier die Auflösung auswählen, die Videoqualität, die Ausrichtung von dem aufgenommenen Video auswählen, Porträtlandschaft oder automatisch. Und wir können die Tonquelle auswählen. Wenn ihr jetzt wollt, dass euer Ton mit aufgenommen wird, dann sagt ihr Mic. Ansonsten Ton aus oder Systemtöne, dann werden nur die Töne von eurem Telefon aufgenommen. Dann haben wir hier noch die feste Bildrate und Bildschirmsperren zum Beenden, Gestenanzeigen und Antippen von Tastenanzeigen. Dann können wir einmal zurückgehen und dann das Ganze hier einfach mal starten und hoffentlich wird jetzt meine Stimme auch mit aufgenommen. Wir testen das Ganze einmal, klicken hier wieder auf den Punkt, Bildschirmaufnahme erfolgreich gespeichert. Dann machen wir das hier wieder weg, gehen zur Galerie. Und gucken mal, da ist auch unser Video. So, und dann schauen wir mal, zulassen. Hier einfach mal starten und hoffen. So, meine Stimme ist auf jeden Fall drauf, das Video ist auch da. Ich wische jetzt hier ein bisschen hin und her. Genau. Wir können jetzt das Ganze hier auch nochmal bearbeiten, Filter rüberlegen und sonstiges. Das also, wie ihr eine Bildschirmaufnahme bei eurem Xiaomi Redmi Note 12 Pro machen könnt. Hoffe, es hat euch geholfen, hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss! Das heutige Video wird unterstützt von MySwoop. Bei MySwoop könnt ihr geprüfte und gebrauchte Elektronikprodukte mit bis zu 70% Rabatt und einer Garantie erwerben. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, eure nicht mehr benötigte Elektronik schnell und unkompliziert zu verkaufen und vor allem euren alten Produkten ein zweites Leben zu schenken.